Ach ja, mir wurde übrigens als finaler Tipp gegeben, falls ich die Stimme hier, dass das damit absolut nicht klarkommt, dass ich das doch einfach mal, Schnauze, dass ich das einfach mal bearbeiten soll in der Datei, dass ich da lange mit so einem Hexeditor rumfummeln soll. Aber ehrlich gesagt, das ist mir zu doof, das lassen wir mal schön, das mache ich nicht. So, hier die Gegenstände, das können wir gar nicht machen, also die letzte Aufnahme ist schon wieder Jahrhunderte her. Liegt doch daran, dass ich in letzter Zeit echt wenig Zeit habe. Ich müsste eigentlich nochmal ein Ankündigungsvideo deswegen machen. Naja, Divinity guckt, ich kenne das auch, also. Sind dann alle trotzdem noch überrascht, wenn das ein Ankündigungsvideo kommt. Ich wollte eigentlich Aufträge gucken, wann das hier Tagebuch wird. Blablabla, hinten in der Not, die Frau irgendwo in der Stadt ist natürlich sehr genau. Hat mich hier sein Köpfchen gesehen, unsichtbar Mörsche. Ja, das Haus des Zauberer Crowell. Ja, das würde ich ja gerne machen, aber, Peter der Heiler, ja, das. Keller des Hauses der Heiler verlassen. Okay, guck, machen wir das mal. Wo ist denn das Haus der Heiler? Wo ist denn hier die Weltkarte? Zack. Haus der Heiler. Warte mal, kann ich da nicht irgendwie einen Questmarker drauf machen? Questmarkierung, ja, genau. Wie funktioniert denn das? Ich weiß, das hätte ich vielleicht schon mal ein bisschen früher rauskriegen sollen, aber. Toll, jetzt habe ich da rechtsklick. Na, Mann! Ah, das sind verschiedene Spiele auf der Tab-Taste, auch mal das Inventar liegt. Das ist hier nicht so. Da fängt man gleich die erste Folge ganz gut an. So, dann mal da im Eva-Schwarzmarkt, Schauspielhaus, bla bla bla. Wo ist überhaupt der Platz der Heiler? Steht da. Verdammt. Steht das hier irgendwo? Hey, da ist Quobels Haus. Servus und Alinas Haus. Alina ist auch ein recht seltener Name. Sag ich mal so. Also zumindest im deutschsprachigen Raum. Meine ich. Hast du das über Damian gehört? Ach, hör mir doch mit dem auf. Ist auch besser so. Denn wenn du seinen Namen schnell mehrere Male nacheinander aufsagst, erscheint er wie aus dem... Damian. Nee, passiert nichts. Goldene Truhe, ja, wunderschön. Wie faszinierend, Drachenritter, wirklich faszinierend. Hab ich noch gar nichts gesagt. Ein wahrer Triumph für die Wissenschaft. Ah, anscheinend habe ich dir noch was gegeben. Ich habe gehört, dass Drachen Unglück bringen sollen. Ebenezer, noch so ein Name, der heutzutage, glaube ich... Isaac? Ach nee, Isaac heißt der andere, okay, gut. Ja, ich glaube, ich müsste hier weiter, wa? Nee. Hä? Bin ich doof? Ah, ich bin doof. Weil ich müsste... Hä? Wie komme ich denn da hin? Ach so, der komplette Abschnitt da ist abgesperrt oder was? Oder komme ich da irgendwie... Gilde Ausgrabungsplatz? Gilde Schrein Madeus Platz. Nee, das ist da... Ach so, das ist da oben. Oder wie jetzt? Ich sag gerade echt ein paar Orientierungsprobleme hier von anderen... Oder komme ich hier rein? Da komme ich wohl nicht rein. Nee, kommst du wohl nicht. Nie mehr Tempel verschlossen. Das ist ja wunderbar. Was haben wir hier noch Schönes? Doch, gerade was. Doch nicht. Ah. Die Aufnahme läuft 2 Minuten, ich muss niesen. Geil. Hey, ich habe auch mal einen Totenbeschwörer, aber auch nicht. Okay, anscheinend sind wir dann hier nicht ganz richtig. Warte mal, dann können wir noch eigentlich abkürzen. Dann gehen wir hier. Oh, welche Taste waren das, die hier? Sehr gut, hier werde ich mal die Texturen laden. Hervorragend. Läuft ja alles wieder wunderbar. Ja, ich ahne, dass mein armer, einmal alter Laptop, mit dem ich hier aufnehme, bald die Hufe hochreißt. Gestern hatte ich neulich schon ein paar Grafikfehler. Neulich ist er mal, vor 4, 5 Wochen, ist er mal auf einmal stehen geblieben. So, wie man das ganz von früher kennt. Könnte natürlich auch ein Hardware, ein Software-Defekt sein, aber... Also ein Critical Windows Error, aber ich befürchte leider, dass es die Hardware ist. Weil meistens, wenn sich nichts mehr rührt, ist die Hardware schuld. Defekter Wegpunktschrein? Verdammt, funktioniert der nicht mehr? Verdammt, das wollte ich jetzt, das war jetzt mein super toller Ansatz. Verdammt. Ah. Warum funktioniert denn mein Wegpunktschrein nicht mehr? Ich wollte doch nur zum Madeus-Platz reisen, hin und her. Ah, ist das deprimierend. Ach so, klar, das hätte ich auch wissen können, weil das hat ja auch damals schon nicht funktioniert, das Ding, wenn ich da versucht habe, wo ich zum Drachenturm wollte, bis ich gecheckt habe, dass ich ja noch meinen Drachenstein habe. Das war ja auch so ein Akt, da habe ich ja, für 10 Sekunden habe ich da tatsächlich Angst gehabt, dass ich nicht... Was, Thunderlord ist in Wahrheit ein Werwolf? Das hört sich hochinteressant an. So, jetzt sind wir nämlich... Ach, hier ist das. Oh. Ach, hier ist das, wo dieser dumme Baum steht. Oh. Oh, ja, gut. Jetzt weiß ich, warum ich noch nicht bei diesem komischen Haus von Karazell da, wie auch immer der Typ heißt, war. Ich gehe jetzt übrigens gerade noch rein, weil mir gerade eingefallen ist, dass ich ja letzte Folge ganz schön viel XP rausgehauen habe, bis das Spiel stehen geblieben war. Boah, nee, oder? Boah, frische Aufnahme, dann sowas. Oder? Fängt sich noch? Es fängt sich noch. Krass. Mann, bleibt doch hier das Spiel stehen. So, hier sind doch wieder Mobs. Hallo, Mobs. Noch nicht. Ja, die Stimme ist auf jeden Fall von Jörg, heißt er. Ist mir beim Loadscreen aufgefallen. Beim Laden. Ich kann nicht. Ja, ich kann auch nicht, aber ich muss. Was willst du machen? Ich kann nicht. Doch, du kannst. Du musst es nur wollen, Jörg.
Nimm die, du entsetzlicher Untotenzauberer, der ist wahrscheinlich gleich heilt. Ja, er heilt sich. Noch nicht. Ich find's übrigens beeindruckend, wie ich weniger Schaden machen kann. Das ist meine Kräfte. Die gerade dran den Schaden. Alter, wie oft die auch heilen können, ne? Noch nicht. Oh. Hey, wenn ich mich. Gut, mein Heal bringt eh nicht so viel, weil ich die nicht gelevelt hab. Das hätte ich vielleicht auch mal tun können. Oh, alles gut. So. Hat das jetzt überhaupt Erfahrung gebracht? Das mehrfache Töten? Die, ach so, das hier irgendwas in der. Ach so, hier sind wir. Die Tür geht nicht auf. Ja, das ist echt ärgerlich. Ja, warum eigentlich? Das ist ja der zweite Teil der Trollhöhle, ne? Ich dachte eigentlich. Ach ja, hier war das, genau. Das war hier, habe ich diese lustigen Tränke hergehabt. Finde ich einfach mal, hätte mal einen trinken sollen. Was habe ich da oben eigentlich für einen Debuff auf mir drauf? Kann ich irgendwo einsehen? Fertigkeiten? Nö. Ja, wenn man nicht. Wenn die komischen Buffs da nicht von Gegenständen kommen, weiß ich nie, wo die herkommen. Also, ich sehe die da oben rechts. Da ist irgendwas Tolles, aber ich weiß nicht, was es sein soll. Hat irgendein Symbol, ne? Die Welt von Divinity würde sich wahrscheinlich auch ganz gut eignen, um da so ein komisches MMO draus zu basteln. Doch mal alle Leute aus allen möglichen Spielen MMO bauen. War ich hier nicht schon drin in der Kneipe? Kreis des Vertrauens? Ja, besuchen Sie die Divinity-Seite, genau. Hey, pass doch auf! Nein, hier war ich noch nicht. Ich hab dich beinahe mit der Tür erschlagen. Oh, ihr seid ja der Drachenritter, oder? Bitte verzeiht meinen kleinen emotionalen Ausbruch, mein Herr. Der Göttliche möge euch jeden Tag aufs Neue segnen. Ah, kann er gerade nicht, weil der ist verhindert. Ist er jetzt abgehauen? Krass. Na gut, ist halt abgenommen. Also hier war ich anscheinend noch nicht. Ist ja auch interessant. Die Kneipe direkt neben dem Stadttor habe ich noch nicht besucht. Wer ist er denn hier? Mesalina. Mesalina? Verfluchter Krieg. So viele sind gefallen. Da verliert man irgendwann den Mut, Drachenritter. Sagt sie in der schillernden Rüstung. Kann ich eure Seelenqual irgendwie lindern? Gedanken lesen? Ach komm, 9000 XP. Oh, habe ich bloß meine Münze verloren. Es ist die einzige mit dem Konterfei von Bellegarde. Ich habe eine Münze gefunden. Interessant. Seelenqual. Ihr könnt Damian töten. Aber im Ernst, wenn ihr schon fragt. Ich habe zwei Champions, Aulus und Minius, losgeschickt, damit sie eine Gruft überprüfen, die verseucht sein soll. Und das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Was mir gerade so auffällt, wo ich sie gerade so anschaue. Ich meine, sobald man weibliche Kriegerin hat, ist es sowas von klar, dass entweder die Kriegerin selbst sich Rüstung herstellen lassen, die von außen ein bisschen größer wirken. Oder aber, dass sie Schmiede machen. Oder irgendjemand wäre auf jeden Fall dafür verantwortlich. Ich glaube, es wäre als Frau verdammt schwierig, einen passenden Brustpanzer zu kriegen. Solltet ihr ihnen begegnen, sagt ihnen, dass sie sich beeilen sollen. Sie brauchen für eine einfache Säuberungsmission länger als ein Besoffener, um auf den Lovesturm zu klettern. Lovesturm? Bei der Gruft, von der ich sprach, handelt es sich um den Nimir-Tempel. Hey! Der Eingang befindet sich ungefähr am Ende der Lanilor-Promenade. Ja, ich weiß was, ich war gerade da. Sie sollten dort sein, oder zumindest auf dem Weg. Ich habe übrigens eine Münze gefunden. Meine Münze? Nie gedacht, dass ich sie jemals wiedersehen würde. Bitte nehmt als ein Zeichen meines Dankes dieses seltene und wertvolle Buch. Aha, und wie ernst ist die Lage? In dem Augenblick, in dem Zandalos Schild zusammenbricht, wird sich der Schwarze Ring auf uns stürzen wie ein Kater auf eine Maus. Klasse. Wir haben nicht den Hauch einer Chance, außer ein heldenhafter Drachenritter sorgt für ein Wunder. Nur so als Tipp. Wunder sind gerade aus und kommen nicht über Nacht. Lebt wohl, Drachenritter. Tschüss. Oh, ich wurde in Skype angeschrieben. Ich hoffe, es war die richtige Person und nicht irgendein so komischer Chat. Weil das würde nämlich bedeuten, dass ich an dieser Stelle schon direkt einen Cut mache. Weil ich... Was nehmen wir denn eigentlich? Ich kenne hier schon wieder 25 Pflanzen. Ich mache nämlich 25 Pflanzen. Yay. Weil das Ding ist nämlich, ich hab eigentlich noch was, wollte eigentlich was anderes aufnehmen, aber die Person war gar nicht online. Egal, eigentlich muss ich auch nicht einmal alles erklären. Oder ich neige immer dazu, alles auszuführen, weil ich wieder bei Meinung bin, dass wer vielleicht irgendjemand möchte es wissen und dann... Oh, mal Leiche eines Bürgers, sie könnten mal plündern. Na gut, dann mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Dr. West? Willkommen in der Leichenhalle, werter Drachen. Warte mal, Dr. West kommt irgendwie gerade vor. Den reden wir gleich. Ich muss mal kurz raustappen, mal gucken, was da Phase ist. Mann. Divinity ist ganz schön, Divinity? Ist ganz schön, absturzgefährdet, muss ich sagen. Ich bin hier gerade zweimal rausgetappt und wieder rein. Den konnte ich nicht mehr reintappen. Das ist ganz schlimm. Musste gerade echt, teilweise, das was nachspielen. Gut, ich habe anscheinend 9 Minuten, Material von vielleicht 3 Minuten gemacht, weil das hat nachspielen, hat das nicht so lange gedauert. Aber wir können jetzt immerhin, also ich glaube, ich habe die Leiche noch nicht geplündert, also. Ich bin jetzt hier gerade, hab nochmal den Safe-Film von vorhin geladen. Eines Drachentöters? Nee, Drachentöter möchte ich ja nicht. Guck mal, er hat Geld dabei, yay. Plündern bin ich ja mal ganz groß dabei, würde ich sagen. Drachentöter, Drachen, Champions und Bürger. Na gut, Dr. West. Willkommen in der Leichenhalle, werter Drachenritter. Ich bin Dr. West, Mediziner, Bestatter und Nekromant.
und stehe den Lebenden, Toten und Untoten zur Verfügung. Sag mal, Dr. West, der kommt mir so unglaublich bekannt vor. 9000. Wenn ich doch nur eine neue Gliedmaßenart in die Finger bekommen könnte. Goblin- und Drachenelf-Kombinationen sind mir schon vor einer Ewigkeit ausgegangen. Oh, da kann ich was tun. Was möchte ich? Was können wir... Oh, was für ein schönes Exemplar. Ja, das Aroma ist unverkennbar. Und diese weiche, schwammige Struktur, einfach köstlich. Ja, finde ich auch. Total. Das ist das todlose, leblose Gewebe einer sehr seltenen Art von Untoten. Eines natürlichen Untoten. Um es mit den Worten eines Laien auszudrücken. Diese Kreatur lebt nach dem Tode ohne den Einfluss jeglicher nekromantischer Magie weiter. Krass, wie kommt denn sowas? In den gut 7 Dekaden, die meine Erinnerungen zurückreichen, konnte noch kein Fall bestätigt werden. Es gab mal eine Sichtung in Allerod und eine weitere auf einem Friedhof in der Nähe. Ich weiß nicht, warum ich anklicke, ob ich sehr 70 Jahre alt, so sieht aber nicht aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Leute in der Welt von Divinity irgendwie alle ein bisschen länger leben. Oder entweder die leben hier von natürlich länger oder die haben alle lustige Tränke. Ich meine Nekromant. Vorher ist Nekromant. Der eine Typ, der war doch irgendwie mehrere hundert Jahre alt. Naja. Und zweifellos habt ihr es damit zu tun. Wie aufregend. Ein wahrer Untoter. Ich weiß noch nicht mal, von wem das Stück kommt. Erscheint der lebende Toten. Das ist großartig. Die Albträume jedes Nekromanten gehen in Erfüllung. Diese Ereignisse werde ich mein Leben lang erforschen und meine Karriere darauf aufbauen. Ja, das ist voraus, dass es eine Karriere gibt, wa? Das tanzende Seepferdchen wird mich akzeptieren. Die Heiler werden mich respektieren. Und Deodatus wird mich zu seinem Nachfolger machen. Natürlich. Bringt die Toten nur her. Dr. West wird sie zum Laufen bringen. Und wie sind die Nekromanten alle gleich irre? Also ich glaube, Nekromanten, wollen wir mal kurz mal diskutieren. Scheiße, aufs Spiel, ich rede ja gerne. Nekromanten gelten irgendwie, glaube ich, allgemein als böse, weil glaube ich, daran liegt, dass der gewöhnliche Mensch, Troll, Oger, Elf, Zwerg, was auch immer für Fantasywesen, dass die immer so einen gewissen Respekt vor den Toten haben und dass wer tot ist, sollte auch tot bleiben. Da macht man sich, glaube ich, jetzt jemanden unbeliebt, der einfach die Toten weiterleben. Das ist, ich meine, in Skyrim, der eine, der hat irgendwelche Frauen immer auferstehen lassen. Das ist ja auch irgendwie, könnte man das Fetisch ansehen, wa? So, egal. Ich glaube, Nekromanten sind immer böse. Sieht man ja an ihm hier. Auch wenn er sich ganz fein anzieht, aber Nekromanten für das Gute. Andererseits, das Nekromant hat man natürlich große Vorteile. Ich meine, wenn die eigenen Truppen fallen, dann lassen wir die halt nochmal antreten, bis sie halt komplett zerfetzt sind. Mensch, sehr gefragt. Ich gebe zu, dass meine Dienste als Arzt häufiger in Anspruch genommen werden als die des gliederzerfleischenden Marionettenspielers. Ach, tatsächlich. Ich glaube, ich bin der Einzige mit einem derart umfangreichen Wissen über die Untoten in Allerod. Aber ich habe Gerüchte über die Anstalt gehört. Anstalt? Man nennt sie Wildweidenhaus und sie liegt drüben im Krähennest. Dort kümmern sich Heiler um die Verrückten. Aber man munkelt von geheimen Räumen und finsteren Experimenten. Ja, natürlich, das ist, glaube ich, auch so ein häufig benutztes Motiv, dass man halt irgendwelche medizinische Experimente an in Nervenheilanstalten macht, weil da kann man ja immer behaupten, nee, der ist irre, der bildet sich das Ei, die dunkle Kammer, das sind Experimente, finstere, der hat einen schweren Dachschaden, also wirklich mal, das denkt er sich alles aus. Fortfahren. Doch ich möchte nichts damit zu tun haben. Wenn es hinter verschlossenen Türen geschieht, muss es etwas Zweifelhaftes sein. Hochinteressant. Nekromantische Fähigkeiten? Eigentlich nicht mein Fies. Dann werde ich unverzüglich meine Skalpelle desinfizieren. Ach, das ist nicht notwendig. Was? Ihr habt garstige Was? Hab ich? Cool. Was gibt's denn hier? Im perfekten Drachenelfenkopf? Magisches Trommelfeuer 10, magische Schosse 10. Na gut, den nehme ich. Meine alles andere kann ich farmen, aber ich glaube, den Drachenelfenkopf, den kriege ich nicht so schnell ran. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ja! Tragt stets eine Notiz. Gut. So, jetzt können wir es umbauen. So, ich habe nämlich aktuell einen Kopf drauf mit Sturmangriff 10, aber das ist ja gar nicht so cool. Dann bauen wir mal lieber den perfekten Drachenelfkopf. Oh, warte, ich hätte auch tödlicher Eingriff 9 drauf haben. Frischer schauderhafter Kopf. Mensch, was kann der hier? Feuerball 10. 40 plus Lebenspunkte. Ja, der kann natürlich geschossen. Magische Geschosse und Trommelfeuer. Habe ich eigentlich noch einen besseren Körper zur Auswahl? Oh Gott, wie viel Körper ich noch habe? Ich glaube, der ist besser als der. Ja, der ist besser. Ich glaube, die ganze, der ordnet das schon hier. 110 plus Lebenspunkte. Ich glaube, dann mache ich lieber alle drei Eigenschaften. Und was haben wir hier noch?
130 plus Lebensschutz, also irgendwie, Überreste für Arme habe ich ja immer die perfekten, weil ich möchte eigentlich alle drei Eigenschaften haben. Na gut, dann passt das jetzt. Dann kann meine Kreatur jetzt zaubern. Kann ich das noch? Nee, kann ich nicht. Ist leider nicht mehr so nahkampffähig, vor allem nicht mit den Pfoten hier, aber was soll's. Was sind das eigentlich für welche? Goblin-Arme. Naja. kann ich mir eine Magier-Kreatur bauen? Auch nicht schlecht. So, dann waren wir hier, glaube ich, sind wir mit dem Keller durch. Wunderschön. Ich muss aber mal kurz gucken, was ich da für eine komische Mission gerade wieder sofort fertig gemacht habe. Was sind denn hier die Erledigten? Verdammt, das ist eine geschlossene Quest. Ah, hervorragend. Eine ganze Anwalt auf der Bühne, schwiegermütterliche Schmuckkräuter, Spur der Täuschung, ein schöner Schwindelt. Ich habe war der Meinung, dass man Willi eine Lektion erteilen soll. Da, ich bleibe. Es könnte sich noch sicher werden. Ja, das Problem ist bloß, ich habe die ja gleich im nächsten Meter habe ich die ja gleich umgebracht. Die Typen mit der komischen Falle da. Na gut, wen haben wir hier noch? Balbus. Ihr seid wegen des schwarzen Brettes hier, nehme ich an. Nun, da in der Stadt Chaos herrscht, ist es vielleicht sinnlos, aber wir bezahlen jene, die drei schlimmsten Verbrecher in Alleroth der Gerechtigkeit übergeben. Wie kommt es, dass überall schwarze Bretter stehen? Warum soll man, ja, warum eigentlich? Anscheinend habt ihr einen falschen Eindruck erhalten. Wir haben es mit Hunderten von Verbrechen zu tun und es ist unmöglich, sie alle aufzuklären. Ja, aber das ist euer Job. Die schlimmsten Verbrecher werden auf Listen geschrieben, damit Abenteurer wissen, welche Möglichkeiten sich ihnen bieten. Ja, dann müssen wir vielleicht irgendwie mal ein bisschen in Sozialpolitik investieren. Weil ich meine, hier so Verbrechensbekämpfung mit der Keule, das ist allgemein, das bringt nicht viel. Da muss man auch mal ein bisschen Ursachenanalyse betreiben, Jungs. Und zwar, das meine, so Verbrechen, das entsteht ja nicht von alleine. Das hat ja meistens einen ziemlich traurigen Hintergrund. Also wirklich mal, da müsst ihr vielleicht mal weniger Schwert, sondern mehr Brot. Sie freuen sich über die Abwechslung und das Gold. Und die Übeltäter wissen, dass sie sich sowohl vor uns als auch vor Kopfgeldjägern in Acht nehmen müssen. Ja, springen dabei raus. Das wird sich zeigen. Ich will euch die Überraschung ja nicht verderben. Toll. Ich dachte es... Was? Dies ist die Taverne Kreis des Vertrauens, aber das Bier sprudelt hier seit dem Aufkommen der Spalten nicht mehr. Oh. Wir haben daraus eine Notfallkaserne zum Schutz des Madaneusplatzes gemacht und verlassen diese erst, wenn die lebenden Toten vernichtet wurden. Toll, bewacht ihr die Kneipe, aber was macht er da? Hm? Es ist eine Schande, dass die Besitzer tot sind. Das waren gute Leute. Aber wenn ihr etwas trinken wollt, könnt ihr immer noch in den Phönixhof gehen. Alles klar. Boah, warum ist das bei ihm so teuer? Was sollen wir tun? Wenn der Schwarze Ring angreift, werde ich meine Rüstung des Viperordens brauchen, um zu überleben. Ja. Aber der Drachenritter kann damit mehr anfangen als ich. Soll ich mich zugunsten des Ritters davon trennen? Ja, solltest du. Ich habe das, Ihr müsst gute Quellen haben, denn das ist wahr. Nehmt sie, tragt sie und macht Alleroth stolz. Wuhu! Gute Jagd! Neue Quest angenommen, noch einmal auf der Jagd. Gegenstände, Brustpanzer des Vipernordens. Achso, ich könnte noch mehr davon haben. Ist natürlich ein Set-Item. Vipernorden, in dem Waffenarsenal Alleroths ist die Viper-Ausrüstung häufig vorzufinden. Der Name rührt von einer ehemaligen Enklave des Champions her, die mit harten Methoden gegen die zunehmende Kriminalität in der Stadt vorzugehen wussten. Aufgrund ihrer grausamen Methoden wurde die Enklave aufgelöst, aber ihre einzigartige Ausrüstung immer noch heiß begehrt und ein wertvolles Handelsgut. Naja, ist jetzt auch nicht so der Hammer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr da, bitte! Ihr müsst mir helfen! Hey! Ich hab nicht viel... 9000 Sie hat gesagt, dass ich dem, der mich verspeist, großen Nutzen bringen würde. Aber ich werde den Teufel tun und das irgendjemandem verraten. Ja, sonst komme ich auch nicht weiter. Ach, sie hat das gesagt. Damit haben wir übrigens das Passwort. Ich weiß nicht, warum ich bei der Karotte immer die Gedanken lesen mache bei den Früchten. Ich weiß doch, dass ich da jedes Mal das Gleiche über rauskriege. Der tanzende Feierhengste? Ah, ihr habt also von unserem kleinen Problem gehört. Wir müssen Ursula aufhalten und ihren abscheulichen Zauber rückgängig machen. Ja, ich will das doch auch. Na gut, wer ist eigentlich diese Ursula? Ja, erzähl doch mal was. Eine entzückende junge Frau, eine Gelehrte. Das dachten wir zumindest. Aber anscheinend wollte sie nichts weiter als in unsere Bibliothek einbrechen und in das verbotene Archiv eindringen. Nee, hieß sie nicht mal anders? Niemand darf das Archiv betreten, außer gewissen hochgestellten Personen wie Deodatus etwa. Wer weiß, nach was für einem schändlichen Zauber sie sucht. Ach, wahrscheinlich sucht sie sich nach... suchst du den perfekten Mann. Und ich, Idiot, habe ihr die ganzen Süßigkeiten und Blumen gekauft und sie Zuckerschnecke genannt. Ich dachte, sie mag mich. Ja, ja, so ist das mit den Frauen. Ja, da ist man nie vor sicher. Ja, erzähl mal was, so das verbotene Archiv. Das ist ein Ort, zu dem kein gewöhnlicher Bürger Zutritt hat, weil dort die Dokumente und Aufzeichnungen der Stadt aufbewahrt werden. Er hört sich an, als würde aus einer Blechdose sprechen. Und unter diesem ganzen Papierkram befinden sich auch uralte Zauber. Das dürfte der Grund sein, warum Ursula so erpicht darauf ist, in das Archiv zu gelangen. Nein, ihr möchtet bloß keine Steuern zahlen. Na gut, was soll ich machen? Ja, ihr werdet mir helfen?
Ja, ich dachte mir, ich werde schon bald, dann werde ich euch essen. Ich werde euch essen. Kann ich das nicht später noch machen, wenn ich das bewerkstelle? Genau. Großartig. Ursula dürfte sich jetzt im sogenannten verbotenen Archiv aufhalten und ihr müsst drei Hebel umlegen, um ebenfalls dorthin zu gelangen. Alles klar. Einer der Hebel befindet sich in meinem Zimmer, die anderen in den Zimmern meiner Freunde Thomas und Ashraf. Ja, da war ich schon. Die kenne ich schon. Ich weiß ihre Kennwörter nicht, daher müsst ihr die beiden ebenfalls finden. Aber mein Kennwort lautet Weinbrand. Toll, okay, tschüss. Tut bitte alles in eurer Macht Stehende, um mir zu helfen, Drachenritter. Om nom 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 nom.